So sieht's aus, meine Freunde. Simon Biss. Hallo. Oh, voll. Oh. Boah, hier hat sich gerade alles verkrampft. WTF, jetzt dachte ich sterbe. Oh Gott. Hi Leute, was geht? Tyson Fitness ist hier. The Tyson Fitness ist hier. Und in kurzer Hose. Warte, sieht man das? Da, elegant. Und in der Beugehose, beziehungsweise in der... Ja, in meiner ganz normalen fucking kurzen Funktionshose. Bisschen Schnee ist hier auch noch am Start. Ja. Oh ja. That Christmas feeling. Oh fuck, meine Mutter ist das Auto gefahren. Direkt mal hier zurückstellen. Und ich hab gedacht, ich sneaky sneak. Wo hab ich den Schlüssel hingelegt? Ich sneaky sneak mir und mein Training rein. Denn, meine Freunde, ich gebeugen. Guck mal hier, irgendwie geht auch nicht heller. Läuft nicht so. Ich gebeugen. Ist das denn so orange? Und Kniebeugen steht auf dem Plan, ne? Weil ich gebeugen. Hatte ich ja vielleicht schon erwähnt. 5x4, 180 Kilo. Und ich werde die Kamera einfach so irgendwie auf die Tasche, unter die Tasche und... Nee. Das ist... Also. Irgendwie positionieren, dass man die nicht sieht. Und dass ich vielleicht ein Training reinbekomme. Ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann seht ihr mal so ein bisschen, wo wir gerade dran sind. Es hat sich auch ein paar, haben sich auch ein paar Änderungen ergeben bezüglich... HQ in Verbindung gebracht. Bezüglich... Meiner Wettkämpfe. Ich hatte ja erst Landesmeisterschaft April so ange NRW und Deutsche im Oktober. Das bleibt auch so im BVDK. Aber es gibt ja noch andere Powerlifting-Verbände und ja, ich mache jetzt auch noch bei ein paar anderen Wettkämpfen mit. Einer ist auch im April, noch, ich glaube, vor der FIBO, noch ein, zwei Wochen. Ist eine Deutsche Meisterschaft, kleinerer Verband. Und dann eine Weltmeisterschaft auch irgendwann nach dem Oktober oder so. Da will ich jetzt, muss ich mal gucken, ob ich mich da wirklich anstrenge für oder ob ich mich, also ich will schon im BVDK eigentlich was reißen, aber dann habe ich ein paar Wettkämpfe, dann habt ihr ein bisschen mehr zu sehen und der Lifestyle, der ja im Moment so ein bisschen zu kurz kommt, weil ich keine Videos machen kann, aber ja, ich hoffe, ich kann drehen und wir sehen uns gleich wieder, ansonsten habe ich wieder gedreht für nix, weißt du, naja, peace. So Leute, ich packe euch das Ganze jetzt mal nur als Audiodatei drauf, weil, ja, ich sehe im Moment nicht so fresh aus und wollte euch das so ein bisschen ersparen. Also, ja, ich konnte die Kamera aufstellen, 180 Kilo, erster Try und, also ich freue mich schon extremst auf das neue Gym. Vernünftige Scheiben, vernünftige Stangen und ein vernünftiger Boden. Hier, ihr seht das vielleicht so ein bisschen, die Rotation ist immer noch drin. Ich habe auch mittlerweile herausgefunden, warum ich eigentlich diese Rotation habe. Und ich führe das ganz klar auf 10 Jahre Judo zurück, wo ich sehr einseitig immer mir über die Hüfte geworfen habe und so und immer halt so am stärksten bei mir das antrainiert habe. Das ist einfach eine muskuläre Disbalance, die versuche ich dann auch in dem neuen Gym dann auszugleichen. Ja, und jetzt hier wieder von vorne. Ich habe die Kamera dann immer unten irgendwo hingestellt, wo sie keiner sehen kann. Der zweite Satz war eigentlich ganz okay. Also erster Satz war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Scheiben dann oder die Stange fängt dann irgendwann extremst an zu wackeln und zu schwingen. Ihr seht das auch schon da, wie die biegt und alles. Der Boden, man weicht, also man geht so leicht ein unten dann. Also ist nicht so optimal in diesem abgefuckten Gym. Aber gut, es reicht jetzt im Moment noch und ich hoffe, dass ich dann den nächsten Cycle komplett im eigenen machen kann. Man darf gespannt sein, ne? So, ja, der Satz war noch gut, also 4 Reps wieder. Der dritte Satz, da bin ich direkt am Anfang an die Sicherheitsstangen gekommen. Ich habe die normalerweise immer auf 4 stehen. Irgendein Vollidiot hat sie auf 5 gestellt. Ich habe es nicht bemerkt, beziehungsweise nicht geguckt vorher. Und das heißt, der dritte Satz ist für mich dann im Eimer, werdet ihr gleich sehen. Weil wenn man dann einmal da drankommt, dann hat man auch Angst, tief genug zu gehen. Mit der Tiefe muss ich sowieso noch gucken, dann in der Wettkampfvorbereitung, dass wir da auf jeden Fall, ne, dass das da mir keiner anzweifelt. Aber das kommt dann alles noch in der Vorbereitungszeit. Da bin ich gegengekommen
Und dann ist so ein Satz auch Abfuck. Weil jetzt seht ihr halt wirklich, dass ich viel zu hoch bleibe. Aber gut, das kriegst du dann nicht mehr aus dem Kopf raus in dem Satz. Da fehlt ein gutes Stück. Aber gut, das wird sich alles noch klären. Ich habe so richtig Bock auf das Gym. Echt mal gespannt. Und ich versuche jetzt hier öfters so kleine Videos drehen zu können, Ausschnitte reinzubekommen. Der vierte Satz, jetzt habe ich sie tiefer gestellt. Der vierte Satz war eigentlich ganz okay noch. Nochmal. Und der letzte Satz ist auch nochmal gut. Schaut es euch an, Leute. Wenn man vergleicht, ich glaube, das letzte Mal 180 hatte ich im 6x3 in dem Cycle. Hatte ja jetzt 1-2 Monate von der Intensität her niedriger. Und gehe jetzt wieder gerade hoch, steigere mich quasi jetzt gerade wieder. Und es läuft sehr, sehr gut. Also ich denke, dass es auch mit 190 noch möglich wäre. Und dann bin ich mal gespannt auf die nächsten zwei Cycle. Danach beginnt ja dann die Peak-Phase. Auf die bin ich auch mal gespannt, wie viel man dann noch mit einem Peak rausholen kann. Mit einem vernünftigen Boden, mit vernünftigen Stangen. Mein Sumo-Kreuzheben, ich weiß nicht, ob es sich auf Kreuzheben negativ auswirken wird, wegen den Scheiben. Weil da habe ich theoretisch jetzt einen Vorteil. Oder weil der Boden wieder besser ist, ob ich da gleich bleibe. Das wird sich dann zeigen. Jetzt der letzte Satz. Ich habe das im Moment immer so, dass ich da auch ein bisschen mehr Reps mache als vorgegeben. Zum Beispiel hatte ich ja auf Instagram auch gepostet, Sumo-Kreuzheben, ich glaube, irgendwie 4x5 und im letzten noch 9 Wiederholungen habe ich hier jetzt genauso gehalten. Also 4x4 habe ich gemacht und jetzt im letzten noch 6 Wiederholungen, einfach um zu gucken, wie viel dann am Ende noch so ungefähr geht. Beim Kniebeugen macht es nicht jetzt so viel Spaß wie beim Bankdrücken und beim Kreuzheben. Dafür ist es beim Kniebeugen dann einfach auch ein bisschen zu anstrengend alles. Ist nicht meine Lieblingsübung. Kniebeugen, muss ich ehrlich sagen. Ich muss diese Rotation rauskriegen und mit den Stangen und alles. Fuckt alles nur ab, ey. So, letzte Rap jetzt. Im Anschluss daran habe ich ganz normal natürlich wieder die Power Squats gemacht. Ihr kennt das Spiel. Bin aber von den Zughilfen runtergegangen. Das hat mich immer zu sehr abgefuckt. Werdet ihr gleich sehen, ganz normal Power Squats mit 120, 5 Sätze, 4 Wiederholungen noch, ein bisschen und danach halt Isolationsarbeit, das heißt an den Maschinen Beinbeuger, Beinstrecker, Adduktoren, Abduktoren und Mobility im Anschluss. Ja, da seht ihr das. Ich habe jetzt nur 2 Sätze draufgepackt, ich habe 5 gemacht und ja, ohne Gürtel auch hier ist natürlich auch wieder der Fokus auf dem Rumpf und allem. Ich hoffe, dass ich demnächst dann in meinem eigenen Ding dann wirklich mal komplette Einheiten filmen kann. Auch den Isolationskram und was ich alles mache als Zusammenschnitt, vielleicht mit Musik oder so einem Scheiß. Das wird sich dann alles zeigen, dann habe ich genug Zeit, kann filmen, wie ich will, wann ich will. Und ihr dürft gespannt sein. Also, Training ist gut gelaufen und hiernach kommt jetzt noch ein Videoabschnitt. Nach dem Training habe ich ein bisschen was noch gelabert. Wer sich das noch geben möchte, der darf sich das gerne geben. Und ansonsten, wer nur das Training sehen wollte... Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Kommt gut ins neue Jahr. Peace. Hey Leute, was geht? Tyson ist wieder da, meine Freunde, ist zurück. Hab ich noch den Zoom drin? Ich hab noch den Zoom drin. So. Sneaky Sneaks, meine Freunde. Hab ich das Workout reinbekommen. Kurzes Review. Oder kurz mal, was Sache war. Also 180 Kilo Kniebeugen, 4x4 und am letzten 6 Wiederholungen. Alter, ich brauch einen vernünftigen Boden, Mann. Mit diesem komischen Schaumstoffboden da. Dann diese hässlichen, fetten Scheiben. Die hässlichen, billigen Stangen. Ihr seht das ja schon, die biegen ja schon. Wenn du das Ding nur im Rack liegen hast, biegen die bei 180 Kilo. Pro Seite 80. Genau, pro Seite 80 Kilo mit der Stange. Kannst du nichts machen. Ihr seht ja auch in den ersten Sätzen, ich komme immer aus dem Gleichgewicht. Bei einem Mal bin ich an die Stange gekommen, auf der rechten Seite hat es irgendein Hurensohn auf 5 gestellt, Alter. Ich weiß nicht, die squatten 60 Kilo und tun sich Sicherheitsstangen rein, weißt du? Ja, aber na gut. Ja, auf jeden Fall, dieses Workout ist drin, es ist gut gelaufen, war okay. Im Anschluss habe ich noch Power Squats gemacht. Ach ja, stimmt, die habe ich auch drauf gepackt. Zwei Sätze habe ich, glaube ich, aufgenommen oder drei. 5 Sätze gemacht. Und ja, mein Freund, ich würde sagen, kurz, genau, noch zu den Wettkämpfen und so, kurz ein bisschen was sagen, nutzen wir das Ganze direkt als Update. Wie gesagt, die Wettkämpfe stehen an und ich will bis April, sagen wir so ein 235, achso, lol, da geht einer, 235er Squat haben, 155 Bank, mit Pause natürlich, ne?
und 270, also 270 Kreuzheben. Mal schauen, ob es hinhaut. Meine aktuellen Rechengewichte sind bei 220, 145 und 250, wobei Rechengewichte eigentlich nichts heißt bei mir. Bei mir sind die Prozente aneinander angepasst, ob das mit dem Rechengewicht hinhaut und so, weiß ich nicht. Aber je nachdem. Dann machen wir jetzt noch zwei Cycle durch, machen dann eine Peak-Phase bis April. Ich habe ja dann zwei Wettkämpfe. Ich habe ja dann die Landesmeisterschaft im BVDK und die deutsche Meisterschaft in diesem anderen Verband, German Natural Powerlifting Federation oder was weiß ich, Doping-Free noch irgendwie im Namen drin oder so. Und im Oktober habe ich ja dann die deutsche Meisterschaft im BVDK und eine Weltmeisterschaft im in World Powerlifting Anti-Doping Federation, wie auch immer das neue Ding heißt. Dazu kommen auf jeden Fall noch Videos. Und meine Freunde, ich denke jetzt in nächster Zeit will ich da ein bisschen Sneaky Sneaks die Kamera mit reinschneiden, wenn euch dieser Kamerawinkel nicht stört. Und dann seht ihr so ein bisschen, wo ich im Moment stehe. Also ich meine, 180, 5x4 ist, oder 4x4 und 1x6 ist Personal Record eigentlich. Ich habe 180, glaube ich, noch nie öfter als 3 gemacht. Ich denke, wenn ich das im ersten Satz gemacht hätte, die 6 Reps oder All Out, wären wir auch ruhig auf 8 bis 10 Reps gekommen mit 180. Und es läuft. Körpergewicht 91 immer noch. Also es geht voran im Moment. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht die Deadlifts sind vielleicht ganz interessant. 220, 5x2. Beim letzten Mal hatten wir 217. Da habe ich, glaube ich, den zweiten Satz nicht mehr geschafft oder so. Und im Moment läuft es wieder gut, meine Freunde. Ich bin gespannt aufs Gym. Da kommt auch bald was. Also macht's gut, meine Freunde. Wenn wir uns nicht mehr hören, sehen, wie auch immer, guten Rutsch. Und kommt gut ins neue Jahr und habt und spielt mit den Geschenken und weiß ich nicht was und schießt immer nur nach oben. Aufpassen. Nicht auf Menschen schießen. Mit den Raketen meine ich jetzt. Und feiert schön. Kommt gut ins neue Jahr. Genießt es. Nehmt euch Fortsätze und haltet dran fest. Zieht sie durch. Ich wünsche euch alles Gute und nur das Beste. Und, ach ja, 10.000 Abonnenten. Dazu mache ich nochmal ein extra Video. Auf jeden Fall schon mal danke, aber dann kommt nochmal ein extra Video. Oh, ein kleiner Rückblick. Also bis dahin, macht's gut. Peace.